Er sollte überhaupt nichts ändern. Wow. Krass. Krass. Okay, so kann man hier Wasser einbauen, ja. Ist ja schon mal etwas, aber ich kriege hier trotzdem keine Tiere rein. Und ich kann die ganze Zeit ja hier nicht mit so komischen Dingern einbauen. Also da brauche ich tatsächlich nochmal Hilfe. Also wenn es Leute gibt, die sich hier ein bisschen mehr mit dem Spiel auskennen, gerne natürlich Tipps in die Kommentare, später auf YouTube. Ja. Und ich merke selber, ich muss mich hiermit erstmal beschäftigen. Vor allem, wie ich hier Tiere reinbekomme. Probier es noch einmal. Aber ich glaube, das wird nichts. Hier steht die ganze Zeit immer ungültiger Zielort. Planet zu Tiere in Gehege. Nicht zu viel bauen. Ja, das ist schön. Danke, GameStar. Versucht auch nicht gleich ein fertiges Gehege zu erstellen, bevor das Tier drin sitzt. Okay. Baut erst die Mauer und ergänzt den Rest, wenn das Tier drin ist. Ja, schön. Aber was bringt mir das, wenn ich kein hier hauen kann. Also ist ja schön und gut, hilft mir alles gerade noch nicht. Das kriege ich hier auch nicht mehr raus. Planet zu Zoll. Was passiert mit Tieren? Die vom Zoll beschlagnahmt. Ja, schön, aber das ist generell vom Spiegel.de. Das ist so eine Information, einfach so eine ganz normale News. Also ich habe ja jedes DLC, ja, dementsprechend machen kann ich ja alles, aber es funktioniert halt nicht. Weil selbst wenn ich jetzt hier den kaufe und dann sage, yo, okay, hey,
Ich möchte das Tier hier hinsetzen. Es geht nicht. Aber, hä? Das heißt, man kann denen einfach so einen Rahmen geben. Hatte so ein Rahmen drumherum, so einen farbigen. Hier, wahrscheinlich auch hinten zu sehen. Jo. Also ich kann hier jetzt gerade so ein bisschen rumspielern, um mir den ganzen Quatsch mal anzugucken, was man machen kann. Zum Beispiel die Wand. Das hier ist doch ein Gehege, das zeigt er mir doch auch als Gehege an. Weil da ist ja was, da ist ja eine Wand drumherum. Das heißt, das Ding weiß doch, dass es ein Gehege ist, oder nicht? So, nur die Mehrfachauswahl, okay. Wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwo einen Gehegeeingang rein. Was ich verpeilt habe. Also hier so. Ey, wenn das jetzt das ist, was gefehlt hat. Ja, dann Brustmahlzeit. Aber wir können es ja mal probieren. Ja, ist jetzt nicht schön verbunden, aber ja, genau das war wohl das Problem. Man braucht auch noch einen Gehegeeingang. Vielen lieben Dank, dass ich sowas irgendwie doch noch rausgefunden habe. Was einem das Spiel übrigens auch nicht sagt. Nur mal so als kleine Randinfo. Das Tier muss erst drinne sein, damit es auch anzeigt. Geil. Drin. Ey. Ja, hier sieht es nicht schön aus, weil ich einfach nur die Tür da reingesetzt habe. Westafrikanischer Löwe. Okay, jetzt machen wir wieder Pause. Und jetzt kann man sich dann halt einfach angucken, was fehlt. Zum Beispiel Futterbeschäftigung. Es gibt zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Dann gehe ich zu dem entsprechenden Reiter, was für die Lebensqualität ist. Und dann sieht man, aha, da fehlt Futterbeschäftigung. Das heißt, ich gehe auf Gehege, gehe auf Lebensqualität durch Futter und baue dann irgendwas rein, was ich hier so nenne. Futterspender oder einen gefrorenen Blutkürbis, obwohl der hier wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber hier hinbauen. Und schon dürfte das gleich nicht mehr so schlecht sein. So, und jetzt dürfte ich eigentlich auch das Ding hier anpassen können.
Danke. Da. Da steht dann einfach drauf, was das Ding auch wirklich ist. So ein westafrikanischer Löwe. In entsprechender Sprache irgendwo, wo das Ding vorkommt. Plus irgendeine Zahl. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe es einigermaßen rausgefunden, wie das Ding funktioniert. Ist schon mal gut. Das haben wir dann noch in den ersten 2 Stunden hinbekommen. Das heißt, das hier ist zwar kompletter Schwachsinn, was ich hier am Anfang gebaut habe. Aber ich weiß schon mal, wie so ein Gehege aufgebaut wird, wie sich es mit den Herbarien verhält, dass man Leute einstellen muss, dass man Strom braucht und dass das Tier wahrscheinlich hier eh irgendwann sterben wird, wenn ich das mache. Naja, ich habe ja keinen Vater da, ich habe ja nur eine Mutter. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel einfach nochmal... Kann ich Wildhunde mit? Wir probieren es mal. Mal gucken. Ich muss ja ein bisschen was rausfinden. Dementsprechend muss ich auch gucken, ob man... ob die Tiere sich hier gleich zerfleischen. Das wäre mal lustig. Guck mal, deswegen schwimmt hier sogar das Tier. Verletzt unter Quarantäne. Machen wir trotzdem einfach da rein. Auch wenn es dumm ist. Einrichtung mit stark negativem Effekt auf Gäste. Die Windkraftanlage. Moment. Was ich erstmal mache ist, ich habe jetzt übrigens den Windhund hier einfach mal mit reingeschmissen. Mal gucken, wie weit das was bringt. Vermutlich nix. Was ich jetzt noch mache ist, nochmal eine zweite Tafel hier hin. Neben der anderen Tafel. Mit dem Windhund. Ebenso in Rot. Dann die Windanlage. Die ist hier schick, aber irgendwie auch nicht. Für die Gäste auf alle Fälle nicht. Dann machen wir hier einen Weg für Mitarbeiter hin. Vielleicht löst das ja schon irgendwie den Fall. Ja, das Problem habe ich wahrscheinlich jetzt nur nach hinten geschoben. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm.
Tiere fressen sich gegenseitig. Halt, Pause. Wo sind die denn? Seht ihr ja gar nicht. Da ist das eine. Frisst sich nichts. Soll ich denn hier was fressen, wenn das eine Tier da und das andere Tier da ist? Aber ich muss jetzt ja auch erstmal angucken, ne? Also müssen wir mal gucken, wie sich die Dinge auch gegenseitig fressen. Ja, der Windhund ist gestorben. Gut, dann wissen wir also. Da steht sogar, von wem es da passiert ist. Okay. Es gibt keine Tierärzte im Zoo. Aber kein. Geil, jetzt ist das Ding auch noch entkommen. Es gibt keine Tierärzte im Zoo. Das heißt, ich brauche auch noch einen Tierarzt. Ja, hallo Asados. Ja, ich lebe. Ich mache hier gerade so ein bisschen rumspielern mit Planet Zoo. Das heißt, ich lasse gerade mal ein paar Tiere sterben und entkommen. Ich muss ja erstmal so ein bisschen in das Spiel reinkommen. Und natürlich noch ein gesundes neues Jahr. Und herzlich willkommen. Hier ist übrigens gerade der ein Tier entkommen. Mal gucken, was jetzt passiert. Geil. Okay. Das hat er selber gemerkt. Da ist ja wohl irgendwas nicht ganz richtig. Wir schieben mal das Tier wieder rüber. Das tote Tier ist da übrigens immer noch drin. Ja, es ist nicht schön aufgebaut hier. Also hier geht er noch durch die Wand, weil hier halt die Tür ist. Ne? Ist alles... Ja... Nicht schön. Ist das der Tierarzt? Ne, ist einfach nur ein Tierpfleger. Kappa. Schon wieder entkommen. Ach Leute, das Ding entkommt immer. Komm, Tierarzt, bring das Ding mal weg. Ich glaube, das Ding kann ja immer durch diese Glasscheibe durch. Ich glaube, das war falscher Zaun. Ja, wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Aber macht ja alles nichts. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Oha. Das ist aber nicht gut. Kann man das, Moment, kann man hier nicht einfach... Also, wo kann man denn hier... Ja gut, wenn die denken, die Tickets sind günstig, ist es ja erstmal gut, ne? Sollte man ja eigentlich nichts ändern. Zufrieden sind die natürlich gerade nicht, aber das liegt eher daran, weil zweimal dieses Tier entkommen ist. Ich... Am Eingang, glaubst du, mal gucken. Frage ist nur wieder, wo ist hier der Eingang? Und wo kann man hier die Ticketpreise ändern? Ich meine, das Ding habe ich ja nicht gebaut, das stand hier ja schon. Ich
Ich weiß, es sieht nicht schön aus, alles hier, aber... Ist, glaube ich, auch erstmal egal. Es ist ja... Ob es eine Zoo-Warnung ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Durchschnittliche Spendenhöhe. Übersicht. Gäste. Finanzen. Darlehen aufnehmen. Finanzen. Ich habe eh unbegrenzt Geld normalerweise, ist es mir egal. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich halt einfach nur Sandbox spiele. Dass dem das Ganze erstmal vollkommen egal ist. Mitarbeiterinfrastruktur. Ich glaube, hier kann ich irgendwas ändern. Hier kann ich nur öffnen und schließen. Was ist das hier? Preisangleichung. Achso, hier kann man die Preise angleichen. Ich lasse es erstmal oder ich gucke in die Hilfe. Preise. Preisgestaltung für Ticket. Okay, Ticketpreise. Ticketpreise sollten entsprechend der Gäste und der Qualität des Zoos sowie der Summen an Zoopunkten festgelegt werden. Gäste, die finden, dass sie zu viel bezahlen, werden den Zoo weniger zufrieden betreten als Gäste, die glauben, etwas für ihr Geld geboten zu bekommen. Bitte beachte, dass Gäste den Zoo bei zu hohen Ticketpreisen gar nicht erst betreten. Ja, gut. Schön. Du sagst mir aber nicht, wie ich die Dinge erinnern kann, sondern nur Gegenstandpreise. Hinweis, ja, wow. Danke für nix. Keine Ahnung. Ist auch erstmal egal. Ich werde hier kurz mal den Sound vorne ändern. Also hier. Weil wir wissen ja. Dass hier was nicht stimmt. Ich werde jetzt überall erstmal diese hässliche Betonwand einmal drum rumziehen. Dann weiß ich immerhin. Wo war denn das mit den. Das war hier mit Bau, ne? Genau. Hallo, Rähnchen. Ich spiele hier nur so ein bisschen rum. Also, nicht viel Skill bei mir erwarten. Also. Wenn du dir das anguckst, könnte sein, dass ich eher deine Hilfe brauche, statt dass du was von mir lernst. So, nachdem hier zweimal das Ding, also das Tier entkommen ist und wir natürlich zwei Tiere miteinander reingeschoben hat, wo das eine das andere aufgefressen hat, müssen wir erstmal gucken, wie wir diese Wand hier auch zu der Betonwand machen. So einfach austauschen geht wohl auch nicht. Ich guck mal kurz nochmal, wo diese komische Betonwand ist. Ich glaube, das war. Nee, das war die mit. Das war eine Metall, ist eine Metallwand. Aber ich weiß, dass die Farbe auch nicht so richtig hingehauen hat mit dem, wie das hier aussah. Genau, das war die hier. Das war eindeutig die hier. So. Aber ich glaube, ich muss erst das hier. Ist das nicht eh nur eine Dekowand? Ich weiß nicht, ob das nur eine Dekowand ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe rausgefunden, wie ich die Dinger auswählen kann. Zum Entfernen. Das ist wenigstens schon mal etwas. Geh mal bitte auf Gehege oder Barrieren. Naja, da sind aber nur die Barrieren und hier sind nur die Gehege. Also das ist schon richtig. Ich habe das ja schon selbst gesehen, dass es anders gar nicht geht. Aber wenn ich da jetzt wieder hingehen will, also bei Barrieren ist tatsächlich nur hier diese schiefe Umzäunung, die ich gemacht habe, die eigentlich nur sagt, okay, da ist das Tier entkommen. Und das hier nutzt man halt dann für beides gleich, soweit ich das verstanden habe. Also da ist dann halt nochmal so eine Wand. Und als Be Begrenzung. Aber ich kann hier auch einfach diese Betonwand. Beton. Einfach hier vorne, glaube ich, so reinklatschen. Ich weiß, es ist nicht schön, aber ey. Ich mache jetzt erstmal nur so, dass das Tier nicht entkommt. Oho. Hier hat jemand ein bisschen Unfug getrieben. Hier ist eine Lücke. Egal. Ich weiß auch, dass die Tür zum Beispiel hier nicht schick sitzt, ne? Ich habe die ja erst vergessen. Das Tier darf kein Sonnenlicht sehen. Hallo, hier oben ist alles offen. Die Gäste dürfen nur das Tier nicht sehen, aktuell, glaube ich, eher. Voilà. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich nochmal so ein Teil rausnehmen. Kann ich hier nicht einfach, wenn ich, sagen wir mal, das, das und das mache? Gilt das hier nicht irgendwie wenigstens als Fenster? Also, dass man, dass das Tier da nicht rauskommt, sondern dass die Gäste wenigstens reingucken. Ich weiß das nicht. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ach, ich muss da noch extra Glas reinmachen. Das ist ja gut. Ist ja wow. Aber vielen Dank. Wo zum Geier ist. Moment, das gehen wir raus. Glas. Ich musste extra noch Glas reinzimmern. Das heißt, wenn ich jetzt. Das sieht ja hässlich aus. Moment, ich finde, ich suche mir jetzt. Ja, nicht Milchglas. Ich suche mir jetzt schöne Glasscheiben aus. Für meinen Zweck. Ah, die kann man dann hier so direkt reinpappen. Ist ja. Uff, ist das. Es gibt noch Glasscheiben ohne Streben. Wo zum Henker gibt's die? Wow. Alles. Glas. Ich möchte das sehen. Glasscheibe Viereck. Glasscheibe Vier. Will das Spiel mich veräppeln? X drücken. Ah. Wow. Danke, ich bin jetzt nur noch mehr verwirrt als vorher. Wenn ich den jetzt genau. Moment. Ich nehme diese dumme Glasscheibe nochmal weg. Hoppla. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich kann mit X die Scheibe drehen. Unten rechts in der Leiste steht Winkelausrichtung.